Ja, hallo und willkommen zum zweiten Tutorial von APB Reloaded. Heute geht es um Autos. Wie gestalte ich mein Auto um? Als erstes, ihr müsst, hier spawnt ihr im Social District, da müsst ihr als erstes spawnen, das ist ganz wichtig. Dann geht ihr in dieses riesige Gebäude, in den Keller, ganz wichtig. Seht dann diese freudige Statue und hier seht ihr auch schon, es sieht ganz nach Autos aus. Dann geht ihr einfach zu diesen Autoteile-Computer, das sieht man hier an diesem Rad. Klickt einmal mit F drauf, dann sieht man auch gleich das Fahrzeug, die Fahrzeuge. Kommt drauf an, was ihr besitzt. Ich habe mir jetzt einen Dalton, ich glaube, das ist ein Dalton, ja. Das ist eigentlich ein Ford Crown Victoria, aber hier wird er Dalton Broadwin genannt. Habe ich jetzt schon mal ein bisschen für euch vorbereitet. Und jetzt, ihr wählt das Auto aus, das ihr haben wollt, klickt auch auf diesen Pfeil, klickt auf Anpassen. Da habt ihr dann ganz viele Sachen. Das hier sind die Sirenen-Sound, das sind die Sounds. Der Motor, Hupe, es sind verschiedene Ansichten hier, so, so, so. Die brauchen wir jetzt aber erstmal nicht, wir machen jetzt diese Ansicht hier. Dann Sirene, das ist das, wo man oben drauf hat, kann ich mal zeigen. Ganz wichtig, nicht speichern drücken, sonst werdet ihr immer wieder rausgeworfen. Das ist jetzt hier, wie das aussieht, die Flasher, die Lichteffekte, ich mache die hier. Hier könnt ihr auch Spoiler und sowas, das habe ich noch nicht freigeschalten. Ihr klickt da einfach drauf, klickt das an, wo ihr wollt und dann seht ihr es euch an und dann könnt ihr es machen. Hier die LEDs, die für die Sirene fungieren, ich sehe hier, da klickt ihr einfach drauf. Ihr müsst nicht speichern, klickt dann weiter. Hier habe ich die genommen, weil die passt, obwohl, die passt sogar eigentlich. Das sieht moderner. Ja, ich mache die modernere, okay. Hier, jetzt haben wir das. Ich dachte, ich hätte schon freigeschalten. Oh, oh, oh. Okay. Hier, ihr klickt dann einfach auf das, wo ihr wollt. Geht dann weiter. Wenn ihr es gefunden habt, klickt wieder auf das drauf, wo ihr braucht. Und dann, jetzt kommt etwas, das ist für viele ganz wichtig. Man kann hier das Auto umlackieren. Man kann die vordere Stoßstange anders umlackieren, man kann alles hier anders lackieren. Ich kann das noch nicht, das noch nicht freischalten. Da tut ihr dann einfach anwählen und sagt eine Farbe. Ich habe jetzt, was auch ganz cool ist, man hat hier, man kann zwischen Perlglanz und Metallic auswählen. Ich mache jetzt mal, Metallic ist nur eine Farbe, Perlglanz kennt ihr wahrscheinlich, das ist dann zweifarbig, das sieht man hier. Dann könnte ich hier zum Beispiel auch schwarz und weiß machen, das sieht ein bisschen komisch aus. Immer so schwarz und rot, das finde ich ganz cool. Hier kann man das dann ändern. Also hier die erste Farbe, die sozusagen die Grundfarbe und dann die Farbe, in der es glänzen soll. So, dann sieht man, wenn man in verschiedene Richtungen guckt, verändert es dann doch die Farbe. Das ist richtig cool. Man kann dann hier auch noch die Zeichen drauf haben. Ich habe jetzt nur eine 84 für Brian 84 hinten drauf gemacht. Das reicht mir so. Ich hatte eigentlich noch Police da und da stehen, aber das waren zu viele Zeichen. Da stehen nur 7 zur Verfügung. Ihr könnt hier neue machen, das macht ihr so. Ihr klickt dann auf zum Beispiel Schriften, fügt dann das E ein. Das ist ähnlich wie der Kleiderdesigner. Könnt ihr das hier auch frei drehen auf diesem Ding da. Ihr könnt die Größe ändern und größer machen. Ihr könnt es riesig machen. Ihr könnt es kleiner machen. Und damit dann eben euer Fahrzeug verschönern. Gut, also das sind erstmal so die Basics. Ihr könnt natürlich auch das Nummernschild verändern. Hier könnt ihr den, was draufsteht, Test. Ich lasse es mal bei 84 stehen. So, und dann könnt ihr Hintergrund verändern auf diesen Pfeiltasten. Da gibt es 12 Stück. Ist eigentlich ganz cool. Ja, das erstmal so zum Designer. Das war fast alles. Ja, genau. Also hier bei den Sirenen-Sounds wählt ihr welche aus. Dann hört man die mal kurz. Ja, das ist so alles. Ihr schaltet natürlich alles noch frei. Je nachdem. Ja, der Spoiler und so schalte ich auch noch frei. Den hatte ich, dachte ich, gestern schon freigeschalten. Deswegen mache ich das Tutorial eigentlich. Aber tut mir jetzt leid. Sorry. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ist ein bisschen informativ, hoffe ich. Das sind jetzt eher mal so die Grundzüge. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.